Sonntag, 7 Uhr. Bei Hilmers geht's am Wochenende früh raus. Sohn Julian sorgt dafür, dass jeder Samstag und Sonntag ein Action-Tag wird. Heute fährt die Familie 100 Kilometer nach Bayersbronn zum Schüler-Schwarzwald-Cup. Jedes Wochenende ist woanders ein Jugendspringen auf Mattenschanzen. Hilmers hätten nie gedacht, dass sie ihr Wochenende an Skischanzen verbringen, bevor Julian vor 2 Jahren beim Spazierengehen auf der Ostalb zufällig die Schanze in Degenfeld entdeckte und erklärte, das will ich machen. In Bayersbronn auf der K22-Schanze beginnen die Probedurchgänge. Angst hatte Julian noch nie. Abheben am Wochenende, so ganz weit weg von Mathe und Deutsch in der Grundschule, die Gedanken bei sich und dem eigenen Flug. Der erste Sprung, der war eigentlich gar nicht schlecht, aber ja, jetzt versuche ich es noch ein bisschen besser zu machen mit der Landung. Lieber bügeln statt Schulaufgaben. Die Hausarbeit bleibt am Wochenende indes bei Mutter Heike liegen. Wir sind stolz auf ihn, wir machen es gerne und deshalb verbringen wir auch so viel Zeit damit. Ja, und das ist wie so eine kleine Familie hier, die Skisprungfamilie. Wir kennen viele Leute, haben auch nette Bekannte, Freunde getroffen. Und dann freut man sich auch auf so ein Wochenende. Jetzt gilt's. Startnummer 24, Julian Hilmer. 21,5 Meter. Da schaut auch Heike Hilmer zu, die aus lauter Sorge um ihren Sohn schon öfter mal in den Wald gegangen ist. Sie konnte einfach nicht hinsehen. Wochenenden voller Adrenalin. Auch für den 10-Jährigen, der sich hier schon wie ein Profi fühlt. Schöner Sprung von Julian. Jawohl. Der war gut von der Landung her, aber wahrscheinlich wieder muss ich noch meinen Trainer fragen. Das war wahrscheinlich wieder nicht der Druck auf beiden Füßen. Trainer Markus Rode ließ sein größtes kleines Talent kürzlich im Training von der neuen Schanze in Degenfeld springen, obwohl er für Wettbewerbe auf solchen Schanzen noch gar nicht zugelassen ist. Julian flog 68 Meter weit. Auch Bayersbronn wird zum Erfolg. Es ist keiner gestürzt, es sind alle gesund und munter. Das ist für mich das Wichtigste. Ich freue mich auch, dass Julian gewonnen hat. Ich bin stolz auf ihn. Er hat das super gemacht und es war eigentlich wie immer ein schöner Tag hier. SC Degenfeld, Julian Hilmer. Sport, frische Luft und richtig raus aus Büro, Haushalt und Schulalltag. So gehen bei Hilmers die Wochenenden meist mit einem weiteren Pokal zu Ende.